Mich rief vor 2, 3 Wochen eine Dame an und weinend, ganz aufgelöst. Und ihre Hausärztin hat ihr gesagt, das ist kein Witz, die moderne Frau von heute nimmt heute Antidepressiva ab 40. Ganze Vitaminzusatzkram ist doch alles unnütz, braucht doch kein Mensch. Dosiert bezogen auf Zink auf 500 Milligramm Zink am Tag. Wenn aber Patienten wussten, dass sie eigentlich alles richtig machten, dann war ich einer, der so machte. Ja, nicht okay. Genau gesagt hat, da machen Sie Mist, da machen Sie Mist, da machen Sie Mist und haben Sie selber Schuld, wenn Sie so krank sind. Sie haben meinen Mann wieder gesund gemacht. Ja, das ist Medizin, deshalb bin ich mal Arzt geworden. Arzt, nicht Mediziner. Hallo liebe Freunde der chronischen Gesundheit, herzlich willkommen heute wieder hier im Gebäude von HypoA in der Nähe von Lübeck zusammen mit Herrn Peter Hansen Volkmann. Er ist Facharzt für Naturheilkunde, Allgemeinmedizin und Sportmedizin. Und heute möchten wir mal zu dem Thema sprechen, inwieweit sind Orthomolekularia unabdingbar als Bausteine für einen gesunden Körper und welchen Einfluss hat die Psyche darauf? Und beginnen möchte ich mit einem ganz, ganz meines Erachtens hervorragenden Satz von Linus Pauling, den viele von Ihnen ja schon kennen. Und zwar hat der gute Mann gesagt, dass die Bedeutung von orthomolekularer Medizin sei, die Erhaltung von guter Gesundheit und Behandlung von Krankheiten. Und jetzt kommt es durch die Veränderung der Konzentrationen von Substanzen im Körper, die normalerweise im Körper vorhanden sind und für die Gesundheit erforderlich. Und da ist, glaube ich, ein großes Schlüsselwort drin, die normalerweise im Körper vorhanden sind. Und dieses Thema wollen wir jetzt mal so ein bisschen auseinanderklamüsern, weil ich glaube, da gibt es noch vieles, vieles zu berichten, denn viele sagen, ich ernähre mich doch gesund. Warum soll ich denn irgendwas Zusätzliches nehmen? Macht doch gar keinen Sinn, ich bin doch gesund. Richtig. Was würden Sie denn dazu empfehlen? Beziehungsweise, wie würden Sie darauf reagieren, wenn jemand sagt, der ganze Vitaminzusatzkram ist doch alles unnütz, braucht doch kein Mensch. Braucht nur die Industrie. Ja, also erstmal vielen Dank für die schöne Vorrede. Sehr gerne. Linus Pauling ist für aufgeklärte Ärzte, aber auch meinetwegen Physiotherapeuten und Osteopathen und so weiter durchaus eine bekannte Nummer. Die Mediziner in Deutschland, vor allen Dingen in Deutschland, haben damit weniger am Hut, wie man so schön sagt, weil die ja letztendlich von der Krankheit leben. Das hat man mir schon vor 30 Jahren gesagt, wenn Sie sie alle gesund machen, haben Sie ja nichts mehr zu tun. Wie gesagt, Herr Kollege, machen sich keine Gedanken, es wachsen immer mehr Dumme nach und die ernähren sich so und verhalten sich so, dass sie krank werden und dann kommen sie zu uns in die Praxen und dann können wir sehen, dass wir sie wieder gesund kriegen, aber nur, wenn die mitmachen. Und Linus Pauling hat das vor jetzt mehr als 50 Jahren, diese Zusammenhänge, die Grundzusammenhänge, in den USA für sich entdeckt, entwickelt, beforscht. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, warum ist er da drauf gekommen, wie kann das sein? Ich habe ein etwas gemischtes Bild von Amerika, von den USA. Und die sind ja alle gesund, wie Sie wissen. Ne? Und Gentechnik ist auch harmlos, denn die Amis wären ja sonst alle krank, wenn Gentechnik gefährlich wäre. Ich war selber zweimal drüben in den USA. Ich kenne auch eine ganze Menge Amerikaner, die hier sind. Ich kenne aber kaum einen Ami, der wirklich gesund ist. Die sind alle mehr oder weniger krank. Krank am Kopf und krank am Körper. Und das Problem ist, dass die moderne Medizin da nicht hinguckt. Was ist da eigentlich? Was passiert da eigentlich? Und wir haben früher eine Ernährung gehabt. Früher heißt vor 50 oder 100 Jahren. Da gab es wenigstens überwiegend weltweit noch keinen sauren Regen. Da gab es nur einzelne kleine Industriestandorte, die vielleicht in ihrer Region, meinetwegen Bayer Leverkusen als Beispiel oder Höchst, am Rhein die Region vergiftet haben. Oder hier auch in Lübeck, wir hatten hier die Metallhütte. Dieses Areal ist eigentlich toxisch. Hier gibt es viel Schwermetalle, Cadmium und ich weiß nicht, was alles im Boden oder gab es. Aber die anderen haben in MacPom oder, weiß ich, im Weserbergland oder sonst wo gelebt und haben da gesunde Böden gehabt, haben keinen sauren Regen gehabt, haben also Pflanzen gegessen, die gesund waren, die ausgeglichen waren, so wie die Erdoberfläche das anbot, an Selen, an Zink, an Mineralstoffen und, und. Und ein Aspekt in dieser Reihe ist zum Beispiel, sind moderne Studien, die die Schulmedizin auch gerne macht, um zu beweisen, dass wir keine Vitamine und keine Spurenelemente brauchen. Es gibt zum Beispiel den Ansatz, dass eine Prostatitis oder ein Prostatatumor wächst,
wenn ich zu wenig Selen habe. Das weiß man wissenschaftlich. Dass man einen Prostatatumor auch mit Selen behandeln kann, weiß man auch. Aber nur bestimmte Kreise, die offen sind für Informationen. Und dann gibt es nämlich eine schöne Studie, das ist immer in der Medizin so, die sagt, das hat überhaupt nichts gebracht. Und das ist eine Zahl von, ich weiß nicht, 40.000, 50.000 Studienteilnehmern, Männer, in meinem Alter ein bisschen jünger. Und die hat man mit Selen gefüttert, die hatten die gleiche Krebsrate wie die Ungefütterten. Wenn Sie jetzt klug sind und wenn Sie sich auskennen, dann stellen Sie die Frage, wo ist denn diese Studie gemacht worden? Das ist auch die Frage, die immer kommt. Wer hat die gemacht? Wo ist sie gemacht? Von wann ist die Studie? Wer hat betrogen? Steckt eigentlich dahinter. Diese Studie, Selen bringt gar nichts, ist im mittleren Westen der USA gemacht worden. Das ist Ihnen erstmal auch egal. Aber wenn Sie dann wissen, dass im mittleren Westen der USA wahnsinnshohe Konzentrationen von Selen im Boden sind, die Männer sind mit der siebenfachen Menge gegenüber Mitteleuropa mit Selen versorgt. Wenn Sie dann trotzdem Krebs kriegen, Prostatakrebs, dann bringt siebenfache Menge, noch ein bisschen Selen obendrauf, gar nichts. Da gibt es das Gesetz des Mangels und des Überschusses von Justus Liebig, Namensgeber der Universität in Gießen, der genau diese Gesetze schon vor inzwischen fast 200 Jahren beforscht und entwickelt hat. Wenn ich also einen Acker dünge oder einen Menschen dünge, der voll ist mit irgendwas, dann bringt das nichts. Wenn ich aber zum Beispiel Corona oder einen Virusinfekt habe und ich weiß, nicht schulmedizinisch, aber ich weiß ganzheitsmedizinisch, dass die Menschen heute in Deutschland alle unterversorgt sind an Zink und ich gebe diesen Menschen Zink und zwar 150, 200, 250 Milligramm pro Tag, ganz gefährlich. Wenn Sie die DGE, das ist so ein Verband von Honoratioren, die dafür sorgen, dass die Pharmaindustrie floriert, wenn Sie die fragen, dann diskutieren die gerade, 10 Milligramm Zink in einer Kapsel ist eigentlich auch schon wieder zu viel. Eigentlich sollen das nur 6 Milligramm sein. Sie haben gerade gehört, 150, 200, 250 Milligramm. So, wenn ich das tue, dann wird der Körper instand gesetzt, wahnsinnig schnell seine Abwehr aufzubauen. Virusabwehr zum Beispiel, aber auch Reparaturmechanismen. Ich habe zum Beispiel eine Crew, eine Inling-Crew, Segelcrew gehabt, die war bei der Weltmeisterschaft verunfallt. Die drei Damen waren mit der Brust, mit dem Brustkorb, auf das Dollboard geknallt und hatten Probleme, Luft zu holen, hatten sogenannte Costovertebralblockaden, das heißt an der Wirbelsäule waren Wirbelgelenke blockiert, die konnten nicht mehr Luft holen, die konnten nicht mehr den Arm ausstrecken, die konnten den anderen Arm benutzen, aber der rechte Arm zum Beispiel ging nicht mehr und damit können sie keine Weltmeisterschaft machen. Ich war damals im Urlaub, dann kriegte ich irgendwann einen Anruf aus Südamerika. Das und das ist passiert, was sollen wir machen? Ich sage, sucht euch einen Osteopathen, sucht euch einen Akupunkteur, sucht euch einen Manualtherapeuten und lasst das wieder einrichten. Genau. So, die waren substituiert mit unseren Sachen, die hatte ich schon länger in Betreuung, die drei Damen. Und von daher war das eigentlich anzunehmen, dass das relativ zügig ginge. Dann kriege ich zwei Stunden später einen Anruf, das gibt's hier alles nicht. So, ja, ihr habt ja unsere Bordmittel, dann dosiere ich euch hoch. Die haben die ganz breite Palette von Spurenelementen, B-Komplex und bekommen. Dosiert, bezogen auf Zink, auf 500 Milligramm Zink am Tag. 500 Milligramm, ein halbes Gramm Zinkgluconat am Tag. Ich sage, und ihr seid ja gewöhnt vom Wasser, ihr trinkt, trinkt, trinkt und lasst es unten rauslaufen. Wir produzieren jetzt einen teuren Urin, das sagen die Mediziner gerne. Der Volkmann macht oder solche Mediziner wie ich oder solche Ärzte wie ich produzieren teuren Urin. Dann sage ich, ja, produzieren wir eben teuren Urin, wenn es dem Patienten dadurch besser geht oder gut geht. Und nach drei Tagen waren die Damen wieder so weit, dass sie noch zwei Läufe mitmachen konnten und haben dann vier Tage später die Silbermedaille gewonnen. Das kann ich erreichen, wenn ich gut substituiere. Dann ist da oben mehr los und dann ist im Körper mehr los und der Körper kann regenerieren. Warum sollten die 5 Liter Wasser trinken am Tag? Hatte ich das vorher gesagt? Hatte ich glaube ich nicht gesagt. Nee. Ne? So, ich hatte auch 5 Liter Wasser verordnet. Die Damen waren halb so viel wie ich, meine Größe, 5 Liter Wasser, wo soll ich die lassen? Ich sage, das läuft hinterher unten raus, wir produzieren, das hatte ich eben gesagt, den teuren Urin. Aber dieses viele Wasser im Gewebe sorgt dafür, dass sich Strukturen lockern können. Wenn ich dann
genügend Zink habe, wenn ich dann Magnesium, Calcium habe und so weiter und das Kalium, dann regenerieren sich Gewebe, die quellen an. Und wenn ich dann nochmal Luft hole, dann sagt das knack, knack, knack. Und das geht ja alles wieder. Das kann ja gar nicht sein. Es ist einfach spannend. Und das hat Wechselwirkung dann zur Psyche. Absolut. Und ich meine, es ist ja auch kein Geheimnis. Wir sind nun mal heute keine Steinzeitmenschen mehr, die täglich, ich sag mal, ihre 40 Kilometer gelaufen sind, sondern unser Lauf beschränkt sich oft heute so vom Bett zum Kühlschrank, ins Auto und dann die Treppen hoch irgendwo ins Büro. Ja. Und wir wissen ja auch früher zum Beispiel, so ein Steinzeitmensch hat allein durch die Ernährung 400, 500 Milligramm Vitamin C zu sich genommen. Und heute sind das so, naja, wenn es 70, 75 Milligramm sind, ist es viel. Ja. Und da erübrigt sich ja eigentlich die Frage, die Menschen sind ja schon noch dieselben. Das heißt, warum soll ich heute mit 75 Gramm auf einmal klarkommen? Früher 450 Milligramm. Ja. Also wenn man einfach mal hinterfragt, ist es ja auch logisch, dass der Vitalstoffbedarf sich natürlich erhöht hat. Und ich habe mir auch im Vorfeld nochmal einige Studien angeschaut. Bei Studien, wie Sie sagen, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, aber wo einfach die Böden untersucht wurden, einmal von 1940 bis 1991 und dann nochmal weiterhin bis 2002, der Verlust an Mineralium, Calcium, Vitamin C ist teilweise bis zu 90%. Und da wir nun mal nicht wie ein Buddha den ganzen Tag in der Höhle sitzen und ummachen, macht es natürlich Sinn, diese Dinge von außen zu substituieren. Ja. Und, wie Sie eben angesprochen hatten, die Psyche macht ja was. Wenn hier in unserem Innersten die Zellen nicht rund laufen, ist ja logisch, die Kommunikation mit unserer Masse zwischen den Ohren, ja, die bleibt dann auf der Strecke. Um dieses wertvolle Teil Gehirn dann auch zu füttern, ich meine, es besteht aus Fett, dass man dann Omega-3-Säuren benötigt, ist ja eigentlich logisch. Ja. Und die Psyche bei vielen Menschen ist ja auch gerade in dieser, wir sprechen jetzt hier auch in besonderen Zeiten, ist ja oft, ich sag mal, sehr labil. Ich drücke es mal ganz vorsichtig aus. Die Erfahrung machen Sie wahrscheinlich auch täglich. Also mit der Logik ist das bei uns so eine Sache. Jetzt ernsthaft, egal ob Sie in die Medizin gucken oder ob Sie in die Politik gucken oder wohin auch immer, Logik, wieso? Wer hat das beforscht? Wer war das? Was ist da? Und was hat er für einen großen Apparat, um zu forschen? Ich sage, unsere Forschung sitzt hier oben drin. Die ganzen Sachen, die es bei HypoA gibt, die sind da oben entstanden, in aller Ruhe. Ja. Da gibt es einen schönen Satz von mir. 5 Minuten nachdenken ist besser als 3 Tage arbeiten. So, dann gehe ich hier auf den Balkon bei unserem schönen Objekt oder ich setze mich in unseren Garten und frage mich, wie ist das eigentlich, was kannst du da machen, was fällt dir dazu ein? Und wenn ich dann Zeit genug habe, darüber nachzudenken, eventuell auch nochmal abends oder nachts, wie auch immer, dann sagt es irgendwann Klick. Oder wenn ich am Strand spazieren gehe, in Haffkrug oder wo auch immer, so, dann sagt es Klick und dann habe ich eine neue Idee. Und dann probieren wir diesen Ansatz. Medizin ist immer eine Erfahrungsmedizin, auch heute noch, auch die wissenschaftliche Medizin in vielen Bereichen. Und wenn ich genau beobachte, wenn ich das genau als Protokoll nacharbeite, dann kann ich sagen, das in der und der Reihenfolge führt dazu, dass der Mensch gesünder oder wieder richtig gesund wird. Und Sie haben eben auch was gesagt, diese Ruhe. Ich meine, wir leben ja heute, ich sag mal, in so einem Informationstsunami, so habe ich es damals mal beschrieben, weil wir sehen ja sehr selten, es ist wirklich selten geworden, dass ich jemanden einfach nur da sitzen sehe, ohne Handy, ohne irgendetwas Digitales und ich sag mal, nur auf die Ostsee zu schauen. Einfach mal, dass das Gehirn alles verarbeiten kann, weil unsere Zellen, die schreien ja um Hilfe, die wissen ja gar nicht mehr, oh Gott, ich bekomme so viele Informationen, wie soll ich die filtern? Und das ist genau das, was Sie sagen. Diese Ruhe einfach mal wieder so ein bisschen mehr in den Alltag integrieren. Einfach üben. Ich denke, das ist einfach ein ganz wichtiger Ansatz, damit auch eine Heilung überhaupt mal wieder vonstatten gehen kann. Ja, ja. Wir haben hier ein Schema zur Psychosomatik. Ja. Die Zuschauer, Zuschauerinnen wissen ja, dass sie häufig ihre psychosomatischen Erkrankungen haben. Der Regelschmerz ist psychosomatisch, der Kopfschmerz, die Migräne, ist alles Psychosomatik. Dann sage ich immer, wenn Ihnen ein Therapeut, vor allen Dingen ein großer Doktor, ein großer Professor sagt, das ist psychosomatisch, dann gucken Sie ihm ganz tief in die Augen und fragen ihn, hast du auch einen Knall? Denn die meisten Dinge, die Sie haben, sind nicht psychosomatisch, sondern somatopsychisch. Wenn ich dauernd Schmerzen habe und keiner kann mir helfen, dann stehe ich irgendwann vor der Frage, bin ich blöd oder sind meine ganzen Therapeuten blöd? Und da ich ja weiß, ich habe ja Spezialisten, die ich konsultiere,
Deshalb können die ja alle nicht blöd sein. Die wissen ja, was sie machen, was sie mit mir machen, was sie mir vorschlagen. Also muss ich blöd sein, bin ich irgendwo beschränkt, was auch immer. So, und wenn ich früher oder später zu der Erkenntnis komme, ich sei beschränkt, dann macht mich das natürlich nicht glücklich, sondern traurig. Und dann kriege ich Arztbriefe oder habe ich Arztbriefe bekommen. Subdepressive Verstimmung, depressive Verstimmung, reaktive Verstimmung, was auch immer. Und früher, ganz früher, vor 30 Jahren, habe ich solche Kollegen gelegentlich angerufen, gesagt, Herr Kollege, der Mensch hat Schmerzen. Können Sie sich vorstellen, wenn Sie diese Schmerzen über Jahre hätten, dass Sie dann glücklich und fidel sind und dass Sie offen sind und dass Sie sich freuen und viel lachen? Nee. Aber wenn ich dann zum Beispiel einem solchen Schmerzpatienten die richtigen Substanzen in den Mund gebe und die Schmerzen reduzieren sich schlagartig oder sind weg, unter Umständen bei einer Substanz, B-Komplex zum Beispiel, das ist ein Komplex mit B-Vitaminen, mit Zink und Mangan, wirkt in vielen, auch hormonellen Bereichen im Körper. In dem Augenblick, wo das im Mund ist, ändert sich schlagartig die Regulation im ganzen Körper. Nicht nur beim B-Komplex, das ist bei allem. Und wenn Sie sich selber mal zurückziehen kurz und überlegen, ist mir das auch so gegangen? Ich habe was gegessen, hatte das Gefühl, möchte ich eigentlich sofort ausspucken. Wir sind aber alle gut erzogen, deshalb essen wir diesen Müll. Spucken ihn nicht aus, gehen eventuell hinterher zur Toilette, am Brechdurchfall, was auch immer. Aber wir essen erstmal, weil wir so gut erzogen sind. Das ist krank. So, wenn ich die richtigen Sachen im Mund habe, dann geht es mir gut. Und dann geht es auch meinem Magen-Darm-Trakt gut. Und es gibt seit 3-4 Jahren eine wunderbare Studie aus Kanada. Alle Krankheiten starten im Darm. Das sage ich seit über 30 Jahren. Da war ich der größte Spinner von Lübeck. Der hat keine Ahnung von Medizin, der behandelt nämlich ein kaputtes Knie über den Darm. Oder eine kaputte Schulter über den Darm. Oder einen kaputten Rücken über den Darm. Vielleicht kommen wir nachher nochmal auf das Schema. So, der Darm ist das Zentrum. Und wenn der Darm und wenn die Verdauung schrittweise vernünftig läuft, dann entwickelt sich alles andere auch mittelfristig zur Gesundheit oder bleibt gesund. Und wenn ich ein Baby, wir hatten vorhin das Baby schon, wenn ich ein Neugeborenes stillen kann, das können nicht alle Frauen, aber die, die stillen können, die sollten das um Gottes Willen tun. Dann hat das Kind die optimale Ernährung, vor allen Dingen, wenn die Mutter vorher auch vernünftig zugeführt hat, substituiert hat, dann ist das eine Zufuhr von Vitaminen, Spurenelementen auch fürs Baby und das kann gedeihen. Da können Sie zugucken, wie das wächst. Und Psychosomatik ist also ein Stichwort. Ich habe hier so ein kleines Schema, das wird nachher eingespielt bei Ihnen in dem Film. Und da haben wir einmal die Psyche und das Soma. Dabei wird aber in der Wissenschaft sehr häufig und gerne vergessen, die Chemie. Ich habe Psyche, Chemie und Soma. Was hat die Chemie damit zu tun? Mit der Psyche vor allen Dingen. Das weiß jeder von Ihnen. Wenn Sie 3 Schnäpse zu viel getrunken haben, sind Sie psychisch neben der Spur, ne? Dann können Sie auch das Soma nicht mehr richtig stehen. Dann wackeln Sie mit mal so. Was haben denn meine Nerven mit dem Schnaps zu tun? Ja, das weiß inzwischen eigentlich jeder oder fast jeder oder mit irgendwelchen Drogen. Das heißt, ich habe Wechselbeziehungen zwischen dem, was ich da oben reingebe, mit der Psyche, mit dem Körper, mit der Energie, die da oben im Kopf ist. Ohne Energie ist gar nichts. Psychosomatik, Chemosomatik, Chemopsychik, Psychochemik, das sind Wechselbeziehungen. Über dem Ganzen schwebt aber die Energie. Energie, ja. Einige machen Energiemedizin. Die drehen irgendwas, machen irgendwas. Nein. Energiemedizin hat ein Franz Anton Mesmer vor über 200 Jahren unten am Bodensee in Meersburg entdeckt. Das war der Begründer des tierischen, mit TH, tierischen Magnetismus. Auch so ein Spinner. Großer Scharlatan. Zwischendurch mal ganz oben und reich und dann wieder arm und vertrieben aus dem Land. Das waren ja damals noch diese Fürstentümer und so weiter, war bis in Paris. Also ganz, ganz toller Hirsch. Der hat natürlich hier und da übertrieben, wie das einige Leute, die erfolgreich sind, auch heute immer machen. Das ist menschlich. So, der tierische Magnetismus sind die Wechselbeziehungen zwischen der Umgebung von uns und lebenden Wesen oder lebenden Wesen untereinander. Und der ein oder andere von Ihnen wird sich vielleicht erinnern, er ist irgendwo gewesen in einer größeren Gruppe und hat mir mal das Gefühl, da hinten guckt mich einer an und dreht er sich um
Und dann sieht er mir immer, ey, Willi ist da, hast du, ja, ich habe dich gesehen, ich habe dich von hinten erkannt. So. Oder sie kommen in einen Raum rein, der dunkel ist und sie sehen nichts. Und sie kommen rein, das kennen sie auch aus Krimis, da wird das besonders gut transportiert. Und sie haben das Gefühl, hier ist jemand, irgendjemand ist da. Sie sehen ihn nicht, sie riechen ihn nicht, sie schmecken ihn nicht, sie fassen ihn nicht an, aber sie wissen, hier ist jemand, hier ist was. So, und wir können mit unseren Händen enorm viel wahrnehmen, aber wir können auch mit dem ganzen Körper viel wahrnehmen. Das sind letztendlich Wechselbeziehungen elektrischer Felder. Das ist das, was auch zum Beispiel irgendwelche Fledermäuse und so weiter machen. Die haben ihre kleinen Schreie und dann kommt ein Echo. Das ist letztendlich auch umgesetzt in der wieder ein elektrisches Feld. Und dann wissen sie, da ist was, wo ich was futtern kann. Und das wissen wir alle so. Oder wir schnüffeln. Das ist ja, wenn wir schnüffeln oder wenn Sie einen Hund haben zum Beispiel, der weiß ganz genau, wo sein Futter steht. Und das sind ja alles die ganzen, diese Sinne, die hatten wir ja alle mal als kleine Kinder, diese Intuition, also über unsere fünf Sinne. Und es wird ja, wenn wir zur Welt kommen, ist das noch so auf und Schritt für Schritt wird das Ganze ja sozusagen immer verkleinert. Ja. Und natürlich auch durch Medikamente, weil Sie eben Antidepressiva nochmal erwähnten oder Menschen, die angeblich depressiv sind. Ja. Ich meine, auch wenn die dann von außen diese Antidepressiva bekommen, das macht ja was mit mir und besonders mit dem Darm. Und dass ich dadurch, dass von außen etwas reingenommen wird, ich das irgendwie ausgleichen muss, wenn ich denn schon ein Medikament nehme, das sollte ja eigentlich in einer täglichen Praxis der Fall sein. Und mir fällt gerade ein Spruch ein, mich rief vor 2-3 Wochen eine Dame an und weinend, ganz aufgelöst. Und ihre Hausärztin hat ihr gesagt, das ist kein Witz, die moderne Frau von heute nimmt heute Antidepressiva ab 40. Also es ist kein Witz. Und ich meine, was fällt einem dazu ein? Und dieser Dame wurde auch attestiert, sie hätte einen an der Klatsche auf Deutsch gesagt. Ja. Das hatte sie nicht. Sie hatte einfach ein gestörtes Mikrobiom. Das durften wir alles nochmal ein bisschen erneuern. Und solche Sätze, muss ich sagen, da fehlen mir die Worte. Ja, also zu den Antidepressiva, aber auch zur Pille zum Beispiel, Antibabypille und so weiter, ist zu sagen, wenn diese Dinge in der Leber letztendlich verstoffwechselt werden, verbrauchen die B-Vitamine ohne Ende, aber auch Mangan, auch Magnesium und Calcium und so weiter. Das Einzige, was hochgeht darunter, ist das Natrium. Das wird weniger ausgeschieden. Und viele Damen wissen auch, wenn ich die Pille nehme, habe ich mir mal schwere Beine. Muss nachts aufstehen, ich lagere Wasser ein. Das sind Sachen, die sind bekannt in der Bevölkerung. Mediziner sagen dann, ja, ist normal, gehört dazu, ist aber nicht schlimm. Nein, ist alles nicht schlimm für einen Mediziner. Der hat auch schon viel schlimmere Fälle gesehen, aber ist ja nicht gesund. Wir wollen ja eigentlich einen gesunden Menschen haben. Ne? Ja, und deswegen ist einfach diese ganze, wo Sie eben von Energie gesprochen haben, dieser Zusammenhang Chemie, Psyche, Soma und das über allem Energie ist. Ich meine, auch wenn wir miteinander sprechen, ist es Energie. Sprache ist eine dekodierte Information, das schwingt ja. Und in dem Zusammenhang, muss ich sagen, finde ich es vielleicht auch nochmal ganz wichtig, darauf einzugehen, wie rede ich mit den Menschen? Wie spreche ich mit ihnen? Selbst wenn einer etwas, ich sag mal, vermeintlich Chronisches angeblich hat, dann ist immer noch die Frage, sage ich ihm direkt, Sie haben eine chronische Krankheit, da kann man nichts mehr machen, das ist so. Das ist ja eine Information, die sich in diesem Gehirn festsetzt. Und wenn dann dieser Mensch vielleicht noch zu Ängsten tendiert, dann ist es natürlich sehr schwer, solch einen Klotz, den man ihm eingepflanzt hat, wieder rauszubekommen. Und ich glaube, auf diese Bedeutung, also wie spreche ich mit den Menschen, was sage ich ihnen, da wird fast gar nicht drauf eingegangen, sondern es ist wie so eine Hammermethode. Sie haben das, der Stempel ist da und damit leben Sie jetzt die nächsten 10, 20 Jahre. Also ich mache jetzt mal so, weil ich da eigentlich der falsche Ansprechpartner bin. Nee, mir war es nicht. Moment, nein. Ich sage Ihnen auch warum. Mhm. Bei vielen Patienten, also wenn jemand offen ist für Veränderungen, dann bin ich auch ein ganz lieber Arzt gewesen oder kann ich ein ganz lieber Arzt sein. Wenn aber Patienten wussten, dass sie eigentlich alles richtig machten, dann war ich einer, der so machte. Ja, nur der so ihnen geht's. Genau gesagt so hat, da machen Sie Mist, da machen Sie Mist, da machen Sie Mist und dann haben Sie selber Schuld, wenn Sie so krank sind. Mhm. Also schalten Sie Ihr Hirn ein, ändern Sie was, schmeißen Sie Ihre Teflonpfanne weg, schmeißen Sie Ihre Tupperware raus, diesen ganzen Müll, lassen Sie die ganzen Fertiggerichte weg. Aldi und Co. macht krank. Thema durch. Also Biokost und so weiter. Und das, was da in der Psyche falsch verankert wird, wie auch immer, das löst sich unter Umständen ganz elegant auf, wenn ich eine vernünftige Substitutionstherapie breit genug habe. Wenn ich genügend Vitamine, wenn ich Omega-Fettsäuren habe und so weiter, dann löst sich was.
Ja, und ich denke, nur diese wirklich direkte Ansprache macht ja Sinn. Ja. Es gibt auch Menschen, okay, die leben eben in ihrem Opferdasein und fühlen sich damit auch wohl. Dann muss man sagen, okay, dann bin ich eben der oder die Falsche. Das ist auch total in Ordnung. Ich denke, wir können nicht jedem helfen. Eine klare Ansage ist natürlich ganz wichtig. Richtig. Nur mir war es einfach wichtig, so diese ganze Angstmacherei, die da teilweise geschürt wird, keine Ahnung. Ihre Mutter hat Brustkrebs, dann haben Sie das auch und Ihre Tochter und Ihre Kinder auch. Also einfach diese Dinge, die da so rumgeistern, machen natürlich etwas mit den Menschen. Darf ich was zur Epigenetik sagen? Ja, sehr gerne. Ich habe mich vor fast 30 Jahren in Freudenstadt auf dem Kongress mit einem ganz großen Genetiker gefetzt. Das ist so meine Art, wenn ich Dinge höre, von denen ich denke, die spinnen ja völlig, dann melde ich mich erstmal freundlich und wenn ich dann platt gemacht werde, großer Professor, dann halte ich voll dagegen und dann kriegt er auch einen Gang. Da ging es nämlich um die Frage, nee, nicht um die Frage, sondern er stellte ein System vor. Wir untersuchen Ihre Genetik und wir können Ihnen dann ganz genau sagen, was für ein Entgifter Sie sind. Und dann wissen Sie, wie das bis ans Ende Ihrer Tage läuft, dass Sie das alles an Krankheiten produzieren, für sich selber. Dann habe ich gesagt, wissen Sie, Genetik ist ja schön und gut, aber die kann man ja auch... Nein. Ich sage, doch, man kann Gene anschalten und abschalten. Das war meine Erfahrung aus meiner kleinen Praxis. Deshalb bin ich ja der Spinner hier in Lübeck gewesen. Und wir haben uns richtig gefetzt in der Öffentlichkeit. Da waren, weiß ich, 300 Zuhörer. Und hinterher haben wir das natürlich draußen noch mal kurz fortgesetzt. Und dann war auch gut. Und Jahre später habe ich diesen großen Professor wieder irgendwo getroffen auf dem Vortrag. Und habe ich gedacht, willst du mal hören, ob die ein bisschen weitergekommen sind mit ihrem Kopf. Und dann hat er vorgetragen, was ja, und das ist mit den Genen so und so und so. Und dann gibt es da noch die Epigenetik. Ja, Donnerwetter! Donnerwetter! Und ich kann Ihnen zur Epigenetik sagen, wir haben ja hier vielleicht auch Patienten mit einem Morbus Bechterew, die zuhören oder zusehen. Meine Bechterew-Patienten habe ich größenordnungsmäßig 80% völlig schmerzfrei gekriegt und etwa 50-60% Bechterew ist krumme Wirbelsäule, geht gar nichts mehr, ich kann nicht mehr Auto fahren, ich muss Sitzerhöhung haben und. Etwa 50-60% sind mittelfristig wieder völlig gerade geworden. Und ich habe kürzlich in Travemünde mich mit meiner Frau spazieren gegangen, zufällig einen 93-Jährigen getroffen, der früher hier gewohnt hat, der Bechterew-Patient war. Ich sehe ihn. Ich sage, Sie laufen immer noch auf dieser Erde rum? Ja, sicher auch. Ich sage, ja, ich bin aber 20 Jahre jünger als Sie. So, er hat überhaupt keine Probleme mit seinem Bechterew. Genetisch nachgewiesen. Er hat einen Bechterew, aber er ernährt sich gesund, er substituiert immer mal, nicht konsequent, wie ich das machen würde, aber immer mal und es geht ihm gut. Und seine Frau war dabei und strahlte, Sie haben meinen Mann wieder gesund gemacht. Ja, das ist Medizin, deshalb bin ich mal Arzt geworden. Arzt, nicht Mediziner. Ich glaube, das ist ein tolles Schlusswort, weil das zeigt einfach, es ist alles möglich. Ja. Wir haben es in der Hand, es ist einfach so, Selbstverantwortung ist der Schlüssel zu einer vollständigen Heilung. Und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit und für diesen Rundumschlag zur Energie, Chemie, Psyche und Soma. Dankeschön, gern geschehen. Sehr gerne.